Erster Redner ist der Kollege Professor Dr. Hahn. Herr Vizepräsident, werte Damen und Herren, wer apokalyptische Endzeitszenarien mit dazugehörigen Erlösermodellen, Kinderkreuzzüge und gesellschaftliche Verblendung zu reinen Phänomenen des Mittelalters zählt, der sei eines Besseren belehrt. Denn gerade in Zeiten einer hysterischen Klimaideologie, die Kinder zu ihren Wortführern erklärt und nur in der einseitigen CO2-Begrenzung Erlösung verspricht, sind wir den dunklen Zeiten unserer Geschichte nicht mehr so fern, wie manch einer glauben mag. Die Vernunft gerät dabei allzu oft ins Hintertreffen. Ein fehlgeleiteter Klimaalarmismus hat breite Gesellschaftsschichten infiziert. Die gute Sache eines zielgerichteten Natur- und Umweltschutzes dient dabei jedoch lediglich als Vorwand, um gesellschaftspolitische Einflussnahmen zu rechtfertigen, die unseren demokratischen Grundsätzen zutiefst widersprechen. Ich gebe dem Europaabgeordneten Markus Ferber, CSU, vollkommen recht, wenn er sagt, dass jemand, der den Klimanotstand ausruft, nichts anderes fordert, als Entscheidungen ohne demokratische Legitimation durchzusetzen. Leider sind derartige Stimmen aus der Union zunehmend seltener geworden, was viel über den Zustand und die Verfassung unserer derzeitigen Demokratie verrät. Machterhalt und Ausdehnung staatlicher Kontrollgewalt sind die wahren Treiber der Klimaideale, für die sich so viele Menschen in naivem Vertrauen darauf, für eine gute Sache einzustehen, begeistern lassen. Mit Argumenten wie man müsse klein anfangen oder Vorbildfunktion übernehmen, wird Stück für Stück mehr in die individuellen Freiheitsrechte der Bürger eingegriffen. Auf der anderen Seite schert es offensichtlich niemanden, wenn riesige Gebiete des Regenwaldes in Flammen stehen, um mehr Weideland für Rinderexporte nach Europa zu schaffen, die durch das Mercosur-Abkommen auch noch zusätzlich angekurbelt werden. Wenn Bürger für die Klimagerechtigkeit demonstrieren, dann nutzt das dem Staat einzig, um weitere Steuererhebungen zu legitimieren. Und wenn von Klimaflüchtlingen die Rede ist, dann geht es meist nur darum, keine Verantwortung für selbst mitverursachte globale Konfliktsituationen wie etwa vor Ort in Afrika zu übernehmen. Die dabei zum Ausdruck kommende Doppelmoral macht sehr deutlich, dass es den Verantwortlichen keineswegs ums Klima geht. Und wenn der nationale Weg einmal zu lange dauert, sorgen EU-Parlament, Rat und Kommission für schnelle Gesetzgebungsverfahren in Hinterzimmern. Eine transparente und demokratische Entscheidungsfindung sieht anders aus. Die Auslobung von mehreren Billionen Euro für Klimaschutz und die Ausrufung eines ominösen Klimanotstandes kommt Frau von der Leyen hier nur allzu gelegen, um ihre Macht weiter auszubauen und das ohnehin schon zutiefst intransparente und wohlstandsvernichtende Bürokratiemonster EU weiter zu füttern. Es geht ihnen um die Macht, auf das Eigentum von Bürgern und Unternehmen zugreifen zu können. Es geht ihnen darum, nach Belieben durch Steuern, Abgaben und Vorschriften Vermögen zu enteignen. Es geht ihnen um die Macht, ganze Wirtschaftszweige staatlicher Kontrolle zu unterstellen und nach ihren ideologischen Vorstellungen umzuformen. Ihre Beschwichtigungsversuche, nichts sei rechtlich bindend oder alles hätte nur symbolischen Charakter, sind nichts als schlechtes Schmierentheater. Der Klimanotstand wird von Ihnen und Ihresgleichen beabsichtigt, die zentrale Verwaltungsvorschrift in der EU-Beamtenherrschaft darzustellen. Klimanotstände legen den Grundstein dafür, den Bereich des Denk- und des Sagbaren immer weiter einzuschränken und alles Handeln einer totalitären Doktrin zu unterwerfen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin mir sicher, Franz Josef Strauß, Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher
und viele weitere Parteigrößen der Vergangenheit würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie mitbekommen würden, dass auf deutschem Boden wieder einmal die Rede von Notstandsgesetzen ist. Wischen Sie sich endlich den grünen Schleier aus den Augen und wachen Sie auf, bevor Sie erblinden und es zu spät ist für Bayern, für Deutschland und für Europa. Dankeschön. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Martin Huber von der CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident,